Herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise guten Morgen, auch wenn unsere Videos eigentlich immer spät kommen. Gibt es erstmal Kaffee, weil ich brauche einmal Milch. Bin tatsächlich eigentlich Kaffee ohne Milchtrinker, außer Filterkaffee. Da muss irgendwie mal Milch rein. Was machen wir heute? Folgende Sache. Wir haben unsere sogenannte braune Praline. Okay, da kommt Joni nämlich gleich rein. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute nicht mit mir. Die braune Praline, unseren braunen Bomber, ist tatsächlich unser erstes Firmenauto. Mittlerweile würde ich sagen, bestimmt 10 Jahre. Ist so ein bisschen so eine Firmenlegende. Es gibt auch tatsächlich kein Auto, wo ich öfter drauf verlinkt werde, wenn es auf der Autobahn gesehen wird, als dieser Bus. Dafür, dass es einfach nur ein 140 PSler T5 ist in Braun mit Walrossaufkleber. Aber das Ding hat jetzt knappe 400.000 Kilometer runter und ich glaube, es ist einfach so viel unterwegs gewesen, dass das irgendwie so das Besondere von dem Auto ist. War mit auf jedem Event, auf jeder Messe. Das Ding hat schon Sachen erlebt. Also das Ding kann wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Mal gucken. Vielleicht im Laufe des Videos werden wir die eine oder andere Geschichte auf jeden Fall nochmal aufdecken. Auf jeden Fall eigentlich, kommen wir zum Hauptpunkt, eigentlich das Ding rundum am Arsch, muss man ganz ehrlich so sagen. Das Ding ist wirklich durchgehend für Umzüge, für Messen, für in Baumarkt fahren, für irgendwas ausliefern. Das heißt, ich glaube, es gibt wirklich, wir können ja mal gucken, kein einziges Karosserieteil an diesem Fahrzeug, was nicht beschädigt ist. Genauso sieht auch der Innenraum aus. Klingt jetzt erstmal krass, aber jeder von euch kennt ja so diese typischen Firmenautos. Jetzt ist das Problem, Nico nach dem PS-Days nach Hause gefahren, irgendwie sein Moped abgeholt und bumm, Öldruckanzeige und Motor aus. So, jetzt habe ich schon mal grob geguckt, Zahnriemen ist noch drauf, Sprit sieht sauber aus, Öl sieht auch sauber aus, springt aber auch nicht an und klappert auch. Das heißt, jetzt war für uns die Frage, was machen wir? Eigentlich reden wir hier von einem 10 Jahre alten Bus, der 400.000 runter hat. In der heutigen Generation, glaube ich, würden viele von euch dieses Fahrzeug einfach mobile reinsetzen, maximal viel für Export aus der Kiste noch rausholen und eher wieder zu VW, Citroën, Fiat, Mercedes gehen und ein neues Ding einfach kaufen, leasen und so weiter. Will ich aber nicht. Ich kann mich immer schwer von Fahrzeugen trennen. Ich finde das auch nicht cool, dass man so schnell immer seine Autos aufgibt und gar nicht mehr bereit ist, da auch mal ein bisschen Geld reinzustecken. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir stecken in dieses Auto, ich sag mal im Laufe dieses Videos, irgendwas zwischen, weil ich noch nicht weiß, wie das Ergebnis wird, aber ich sag mal vorsichtig, lasst es am Ende 10.000 Euro sein. Dafür haben wir dann wieder aber ein Auto, was wieder 400.000 Kilometer fährt. Das heißt, grob auf dem Plan steht für dieses Video, vielleicht werden es auch mehrere Videos, als allererstes geht der Bus jetzt zu Benny. Der hat nämlich zum Glück gerade Schrauberkapazitäten frei. Dort kriegt dieses Auto erstmal einen frischen Motor. Vielen Dank nochmal an Ben, Don Octan, der hat nämlich tatsächlich als Ersatz für seinen Bus noch einen Motor stehen gehabt. Der hat erst 5.000 Kilometer runter, mit Getriebe, mit allem, sieht aus wie neu. So ein Motor liegt dann ungefähr bei 3.000, 4.000 Euro. Jetzt gar nicht mit eingerechnet, was wir für die Altteile am Ende noch bekommen. Erstmal vielen Dank an Ben, dass wir da schon mal den frischen Motor jetzt reinstecken. Dann, weil ich ja bereits sagte, dass an dem Ding wirklich jedes Karosserieteil im Arsch ist, glaube ich, würde es in dem Fall sogar Sinn machen, wenn wir das Fahrzeug anschließend zu Krischi hochbringen, Firma Mechanics, die rote Pritsche. Und dem Fahrzeug vielleicht eine kleine neue Optik verleihen und zusätzlich vielleicht noch ein bisschen eher über die Technik rüber guckt, weil mit Sicherheit wird auch ein bisschen Radlagerbremse und so weiter sein. Vielleicht ein Umbau auf einen Einzelsitz, ich will ja nicht zu viel sagen. Danach dann vielleicht noch ein bisschen Lack, weil natürlich müssen diese Teile lackiert werden. Guten Morgen, Herr Heine. Hallo, guten Morgen. Es gibt tatsächlich jetzt ein Video zur braunen Praline. Echt jetzt? Ja, zu unserem Firmenbomber. Muss einfach sein. Ich habe keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen, genau, weil eigentlich hat jeder mit dieser Kiste schon irgendein Erlebnis. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, bevor wir, lasst es, also zu Mechanic geht es, ein bisschen das Ding komfortabel machen, vielleicht so ein typisches China-Navi da mal reinhauen, ein Einzelsitz, ja, mit ein bisschen Bluetooth und Navi und Mucke und so. Anschließend, das soll kein Neuwagen werden, keine Angst, das soll weiterhin ein funktionelles Auto werden. Anschließend auf jeden Fall Salem, Stabis und Dämpfer, wie ich in meinem schwarzen Bus fahre, weil fährt einfach zehnmal geiler. Technik frisch, keine Software drauf, auf beiden Bussen, sind komplett original. Dann vielleicht ein bisschen Optik, mal gucken. Ich persönlich mag ja die T6 Optik, vielleicht gibt es ein kleines Upgrade in Sachen Optik, weil jedes Karosserieteil im Arsch ist. Und dann am Ende auf jeden Fall nochmal Lackwelt, einmal gucken, was man aus dem Lack da so rausholen kann, beziehungsweise welche Farbe wird und so weiter. Mit Sicherheit reden wir am Ende von 10.000 Euro, klingt jetzt erstmal extrem viel Geld, aber wenn ich die aktuellen Preise sehe für Autos, wenn ich die aktuelle Entwicklung der Zinsen sehe, bin ich ganz ehrlich, stecke ich jetzt lieber einmal für die nächsten 10 Jahre wieder 10.000 Euro in dieses Auto rein. Jeder bei uns in der Firma kann das Ding wieder nutzen, hat seinen Spaß damit, hat seinen Mehrwert davon, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nicht unbedingt im niegelnagelneuen Auto sitzen, sondern ich fühle mich in dem Auto genauso glücklich, wo man einfach weiß, was man hat.
Aber jetzt braucht man ein bisschen Liebe nach 10 Jahren, weil er hat wirklich 10 Jahre gar keine Liebe bekommen. Ist ein Wunder, dass das Ding noch nicht einfach auseinandergefallen ist, weil da waren noch mal Zeiten zwischen, wo das Ding 60.000 keine Ölwechsel bekommen hat und das für ein Diesel. Aber okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das Ding auf einen Anhänger bekommen unten, weil 2,5 Tonnen auf einen Anhänger schieben wird eine Sache. Dann werden wir spektakulär, ich hoffe, die BG guckt nicht zu, nochmal irgendwie diesen Motor da hinten reinflanken, weil wir leider mit unserer Ameise immer nicht durch die Rampe auf den Boden kommen. Und dann geht's zu Benni und der soll erstmal Motor einbauen. Ihr könnt ja nicht bis zu Benni schieben. Ist das hier versteckte Kamera? Ne, versteckt ist sie nicht. Ach so. Bis oben hin, volle Pulle. Los, jetzt, volle Pulle. Lass uns mal die Rampe weg, mein Lieben. Benni wegnehmen. Wir können eine Scheiße alleine. Ey, wir können ja umdrehen, dass der Motor hinten ist. Wollen wir mal runterfahren? Du fährst rückwärts drauf? Ja. Ja, die Bremse losmachen, du Otto, ey. So, bleiben, oder? Gute Reise, gute Besserung. Aufs Fenster runter! Stopp! Der kurze, ne? Ich will mir keine Finger hier, ne? Ich will jetzt schnell, das ist ja deine. Warum habe ich den lang genommen? Lang habe ich ihn hoch. Das ist die Seitentür. Deine Frau gesagt, bei der Hochzeit. Gut, gut. Und jetzt kannst du ganz reinschieben wieder. Tada! Ja. Und? Ist da drin? Brauchst du nicht. Ey, sonst schickt das Arbeitsamt. Die haben sich ja nur eingestellt, weil sie die Förderung gekriegt haben. Wir sind jetzt auch langsam zu intim hier, ne? Unsere Kamera. Echt? Soll ich noch näher ran? Das ist ja wirklich kein Teil mehr ohne Kratzer oder Bäume. Nö, das war nicht gelogen, ne? Ja, auch nicht 400 plus, ne? Ganz 400. Noch nicht ganz 400, aber es gibt wirklich kein Chance-Teil, wo nicht was dran im Arsch ist. Ja. Findest du wirklich nicht. Ist kein Spaß. Also, er wurde genutzt, auf jeden Fall. Vor allem jedes Teil hat irgendwelche Storys. Das zum Beispiel, weiß ich noch, habe ich ausgeladen für meinen Ersatzmotor von dem RS4B7. Ja. Da waren die Krümmer noch dran, der ist so ein bisschen abgerutscht und zack, ging der Stehbolzen vom Krümmer. Hier in der Schulsteige, ne? Hier ging es einmal rückwärts, gegen, dann halt, hier, ne? Tiefgarage. Ja. Diverse Male, also du hast wirklich schon Kratzer über Kratzer. Ja, ein Highlight habe ich, das werdet ihr nicht glauben. Was denkt ihr? Alter, wo diese Kratzer herkommen? Ja, Alter. Die Geschichte werden wir nicht glauben, wenn ich gleich erzähle. Dann, wie soll da ein Kratzer hinkommen? Das Auto stand am Zaun, zur Pferdekurbel, hat ein Pferd reingebissen. Von Gregor. Hat bei Gregor ein Pferd in die Haube reingebissen. Ich fand wohl den Alus und Hannover Hardcore-Aufkleber so geil, dass da wirklich ein Pferd reingebissen hat. Ja. Was hat das Ding gelaufen? Ja, ich glaube 73 oder so. Erster Block nicht alles gemacht. Original, nie was gemacht, nur Zahnriemen und schon einmal komplett Kraftstoffsystem mit Hochdruckpumpe und so weiter. Deswegen, weil wir da hatten wir so Liebe-Zeugs gekauft, das ist jetzt ein Jahr her ungefähr, dass deswegen war erst auf der Autobahn ausgegangen. Nico kann sich nicht mehr daran erinnern, ob erst die Öldrucklampe kam oder die Öldrucklampe kam, als der Motor dann schon aus war. Okay. So, mit Öl abgelassen, sieht klar aus, Sprit sieht klar aus, Zahnriemen ist drauf. Also, keine Ahnung, spricht aber einfach nicht an. 140 PS Basis. Genau. Ja. Ist jetzt aber auch egal, weil wir haben zum Glück von Ben diese Motorpraline hier bekommen. Da ist halt wirklich. Oh, er ist doch umgekippt hier. Oh, jo. Da kippt er nur einmal jetzt so. Boah, sieht so echt gut aus, ne? Also, ja, also mal gut aus. Er hat 10 Jahre lang bei sich als Ersatzmotor stehen gehabt. Ja, aber du siehst ja, der hat nicht viel gelaufen. Der hat wirklich. Soll 5000 Kilometer haben. Ja, ja. Halte ich schon für realistisch. So, alles dran, nichts abgeschnitten, also wirklich vernünftig ausgebaut. Mit Top. Getriebe, mit allem. Was machen wir mit Getriebe? Fängt was auf, wir nehmen einmal den Gurt weg, dann könnt ihr nämlich einmal auf den Zahnrad auch gucken. Ja. Also ich würde komplett alles von der Technik hier einfach einmal reinschmeißen bei euch. Ja. Und los geht's. Okay. Weil unser Getriebe, das hat halt auch schon so ein paar Meter hinter sich. Ja. Das heißt, da springt gerne mal der erste rein. Ja, da war ich nicht begeistert. Alter. Ja. Das ist ja. Ja, absolut. Da will ich mir einen Riemen reinmachen. Ja, man kann halt höchstens sagen wegen Alter, ne? Ja, aber ja. Gefühlt würde ich gar nicht machen wollen. Das ist auch wie neu alles. Das ist auch wertig, ne? Ja, das ist auch laut den ganzen aber Teilen. Guck mal, der kommt doch aus 15. 15. Genau. Ja, dann ist er ja auch. Okay, ja, dann raus damit. Dann habt ihr den Bus schon mal gemacht, oder? Etliche. Täglich. Nee, T5 habe ich echt schon ein paar gemacht. Also wir gucken natürlich, was an dem anderen Motor am Arsch ist, weil er ist tatsächlich original. Mhm. Nie Software drauf gewesen, ging jetzt aber los, ständig Zündungen ausmachen, weil irgendeine Ladedruckregelgrenze überschritten. Mhm. Und so, ja, guck mal, du müsstest an der alten Technik, habe ich dann überlegt. Das ist ja alles Lichtmaschine, Anlasser, Klimakompressor, Servopumpe. Sind ja alles vier Teile, die werden sich bei 400.000, kann jetzt jederzeit immer was ausfallen. Ne? 100%ig. So, dann Schwungrad, Kupplung, Getriebe. Oh, das ist ja eigentlich, weißt du, das ist ja
so bei einem 400.000 Kilometer Auto, da, wenn du da einmal die Technik ziehst, wenn du dann alles machst, das ist meistens dann so teuer, dass es dann bei diesen Wald- und Wiesenmotoren, weil 140er gab es ja wirklich viel, dann lieber so draufstecken und so weiter. Ne? Auch noch alles Originalteile, also da war nie einer dran. Mhm. Top. Das ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Definitiv. Ja. Und der hier muss drunter, ne? Das ist von Marius dein Golf, oder was? Das ist die, ne? Die habt ihr hier gebaut, habe ich in weiser Voraussicht schon mal eingelegt, weil wir würden die ja gerne unter der Oma Golf unternehmen. Okay, Steven. Ja gut, vom Rohrverlauf passt das ja eigentlich so ziemlich, ne? Vorne einmal adaptieren. Anpassen und gib ihm. Okay. So, und wir haben uns halt überlegt, jetzt ein neues Auto kaufen ist halt auch Quatsch, weil man sieht ja, dass das Ding gebraucht wurde. Ja. Der soll auch weiterhin gebraucht wurde. Machst du das jetzt wieder mit einem neuen Auto, wofür, wenn man es einmal schön machen kann? Ja. Ja. Eventuell soll auch Optik und Lack und so auch noch ein bisschen. Eieieiei. Können uns einmal die von trennen. Damit er wieder 10 Jahre macht. Ja. Ja, okay, einmal runter, würde ich sagen. Wollen wir da einfach erstmal reinschieben? Weil ihr würdet wahrscheinlich jetzt eh zur Sekunde anfangen. Hast du gesehen, selbst mit DPF dran und so, ne? Ja, komplett. Das ist echt alles. DPF und 400.000 Kilometer knapp, das ist eh eigentlich der Tod, ne? So, also, das ist wirklich, wirklich alles frisch dran. Das haben die auch nicht geändert, ne? Nee, gleich, das ist alles gleich. Frischen alles Anlasser. Gleich. Ja, ja. Original VW auch. Ich glaube, nur Filterkasten, das ist auch alles wie 1,9er. Auch 2,15. Ja, das ist wirklich alles gleich. Gut, hervorragend. Ja, dann erstmal ganz den Bulli runter. Ja, ja. Wir schieben hier rein, denke ich. Ja. Wenn ihr den anderen Motor raus habt, müssen wir auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Und einmal angucken, was er immer im Arsch ist. Also um 21 Uhr. Also einmal McDonald's, jetzt sind wir wieder da. 3,77 hat er übrigens. Komm mit. Fährt auch wieder ein. Also hier hat ein Pferd reingebissen, ne? Aber was ist denn hier passiert? Wollte die Geschichte auch nicht glauben, aber sie ist wahr. Junge! Genau so. Motor ist draußen. Benni, erzähl mal, was geht hier? Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, hierher zu kommen. Aber wir müssen uns noch eine kleine Leidensgeschichte jetzt hier offenbaren mit dem Gerät, ne? Ja, die Leidensgeschichte, die hatte mehr der Lukas, ne? Der das rein rausgeschraubt hat, ne? Also erstmal. Gut, das rein raus war nicht das Problem. Erstmal, eigentlich haben wir bis heute noch nicht so richtig einen Defekt hier gefunden. Nein. So, weil, ne? Also klar, der Lader hier, der ist halt mal fest, ne? Also fest ist er nicht, dreht schon noch. Ich frage mich halt, weil dieser Zustand des Laders, der ist ja nicht so. Ne, weil der ist ja schon ausgegangen, ne? Irgendwie auf der Autobahn einfach so, oder? Wie war das? Ja, aber meinst du das? Also der Turbolader lässt sich jetzt gerade wirklich eigentlich fast gar nicht drehen. Boah, das ist schon aber schwer. Sehr schwer. Sehr schwer, ne? Und es war tatsächlich so, dass du musstest ab und an auf der Autobahn mal an ausmachen, weil Regelgrenze überschritt. Oder unterschritt. Der fuhr schon noch. Seine 170 fuhr ja ohne Problem. Ja, krass. Also wenn jemand so den Also ich Lader weiß nicht, ob der vielleicht auf Temperatur ein bisschen Drehzahl voll wird. Ja. Nee, aber er ist wirklich auf der Autobahn einfach rausgegangen. Oh ja, wo wollen wir anfangen? Der neue Motor wollte auch nicht gleich anspringen. Genau, das war das Problem. Also wirklich. Aber sympathisch finde ich auf jeden Fall erstmal, es hat jetzt schon wieder ein bisschen länger gedauert, deswegen mussten hier leider das Bilster Bergfahrwerk rein, in die braune Praline. In Kombination mit den H&R-Stabis. Nee, an der Stelle vielen Dank, Selim, mal wieder. Selim hat mir damals schon diese Koni-Dämpfer und diese Stabis für meinen schwarzen Bus geschickt. Und das fährt so geil, dass wir uns gesagt haben, der hat es jetzt mal verdient, auch zu machen. Alter, hat der die Achse lackiert? Oder? Klar. Junge, das ist ja Liebhaber-Service hier. Dann können wir den schon fast wieder als Neuwagen reinstellen. Ja, wohl auch kann. So, Lukas, erzähl mal, was war Baustelle hier? Was war nicht Baustelle? Ich sag mal so, im Prinzip, eigentlich war ja das Ein- und Ausbauen gar keine Baustelle. Das war ja so wie geplant, ne? Dann war er drin und dann hieß es ja erstmal so, erstmal gucken, das Ding lag ja ewig, ob er überhaupt mal anspringt so, ne? Und wie man es so macht, Kraftstoffsystem entlüftet mit VCDRs, dies, das, alles geprüft und leider hat er keinen Kraftstoffhochdruck gemacht, gar nicht. Mhm. Er hatte aber schon überall Kraftstoff, also Rail war voll, alles stand voll, Hochdruckpumpe auch, aber es muss irgendwo so blöd Luftblase gewesen sein, dass das Ding keinen Hochdruck aufbaut. Aber
finde das erstmal, ne? Ich mir Gedanken gemacht, ja, prüfst du erstmal alles, ne? Hochdruckpumpe gescheckt, dies, das, weil man weiß ja nicht, wenn das Ding einmal dreht, vielleicht hast du gleich Pech, Pumpe in den Arsch nach ein paar Jahren, ne? Und, das heißt, neue Hochdruckpumpe eingebaut, wofür Zahnriemen runter muss? Genau, Zahnriemen runter, Steuerzeiten jedes Mal, dies, das halt, ne? Also nicht mal eben 5 Minuten. Genau, so, ja, neue Pumpe rein und, ja, hat sich trotzdem nichts geändert, ne? Mhm, mh. Ja, und dann haben wir natürlich alle so ein bisschen überlegt. Da ging es eigentlich erstmal los mit Innentank und so. Genau, genau. Obwohl wir vorne halt Kraftstoffversorgung da hatten, also bis an der Rail, haben wir einfach gesagt, weil es gibt eine Innentankpumpe und es gibt eine Vorförderpumpe. Haben wir das Ganze quasi einfach gebrückt und mit einer separaten Pumpe das Ganze gespeist, ne? Ja. Ja. Aber trotzdem nichts, genauso. Also er soll 300 Bar machen, macht so 25, ne? Ah, ja. Und unter 150 Bar passiert bei den Injektoren halt auch nichts, ne? Da passiert halt gar nichts. Ja, dann haben wir überlegt, was macht man weiter? Eigentlich alles prüfen und dann nochmal mit Startpilot probieren. Ne? Habe ich aber vorher auch schon gemacht natürlich. Mit Startpilot, wie das so ist, läuft er halt, aber so wie du halt weggehst und kein Diesel da ist, geht er sofort aus. Ne? Und man will den ja auch eigentlich nicht so ewig mit genau. Startpilot. Das heißt, wenn du Startpilot reinmachst, anmachst, fährt der dann gleich Vollgas? Nee, nö. Ganz normal Drehzahl. Achso, macht schon normal Drehzahl. Genau. Ja, und danach vielleicht 1500 oder so. Ja, ja, nicht, dass das Ding ins Jenseits dreht oder so. Ja, aber kennt man ja manchmal, wenn die Solarschaden haben, das Öl anfangen durchzuziehen. Ja, klar, dann kannst du nichts mehr machen, ne? Bis ins Nirvana. Mhm. Ja, okay, aber dann irgendwann kam er. Mit 2 Dosen, die wir dann langsam so verbraucht hatten. Immer Stück für Stück halt, ne? Stück für Stück irgendwann auf einmal. Und dann merkte ich schon, jetzt ist Diesel da so, ne? Und dann halt nochmal alles ausgemacht, nochmal versucht zu entlüften mit VCDS und an, auf einmal war er da. Aber auch erst nach nochmal VCDS, nochmal genau, mehrmalig entlüften. Genau, nochmal jeweils Pumpen ansteuern. So wollte das Ding nicht kommen. Krass. Gibt halt dann noch eine andere Methode, ist einfach Abschleppseil und... Gib ihm. Ja, ja, das willst du machen, ne? Ja. Das lässt sich halt so mit einfachen Mitteln einfach nicht entlüften. Kriegt man echt nicht die Luft raus, ne? Ja, also gerne, ich fände es super interessant, wenn da irgendjemand anders nochmal vielleicht einen Trick zu hat. Schreibt mal drunter, weil... ja. Man lernt nicht aus. Man lernt nicht aus. Aber kannst du die neue aussieht, ne? Ja, sonst echt alles. Ja, also das Triebwerk sieht ja wirklich vertrauenswürdig aus, ne? Wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Kupplung, Sprungrad haben wir alles alt drin gelassen. Also alt im Sinne von das, was zum Triebwerk gehört. Hm? Ja, aber man kann ja jetzt schon äußerlich betrachten, es ist ja nicht geputzt. Was hat das gelaufen gehabt? Keine Ahnung. Ja, 5000 sagt er. 5000, ja, das ist absolut glaubwürdig, ne? Ich hätte jetzt auch gesagt, das passt, ne? Nochmal zum... Nur halt solche Sachen wie Ausrücklager, weil das springt jetzt einfach ewig, dass es einfach neu kommt. Und es war eine Motorlager, haben wir noch gemacht. Genau, Motorlager. Und die Antriebswellenflansche waren anders, ne? Mhm, genau, Antriebswellenflansche links. Nur linke Seite war anders, da hat die Welle nicht gepasst, aber das kannst du so umschrauben bei dem T5-Getriebe. Stromschnitte ein Flansch nicht. Genau, Verzahnung einfach. Verzahnung war anders. Krass. Musstest du hier die ganze Front runterbauen oder geht das komplett gar nicht nach unten so? Vorne fährst du gar nichts an. Du machst alles nach unten. Achse drunter so, weg, ne? Okay, verstehe. Genau. Nimmst eigentlich Achse mit Stabis mit allem raus. Und dann Motorbrücke rüber und dann Motor raus? Nö. Ah, der hängt an der Karosse. Der hängt, genau. Du hast ja insgesamt 4 Motorhalter im Prinzip, ne? 2 davon auf der Achse. Ja, und der Rest hängt halt noch trotzdem am Rahmen hier an der Karosse, ne? Mhm. Und ja, Paletten drunter oder wie auch immer. Sich so angenehm machen, wie es geht und dann Auto hoch, Motor unten lassen. Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber die Stabis retten mir schon wieder den Tag hier drin. Ja. Das Ding nochmal. Das fährt so komplett anders, ne? Vorhin, wir haben mit Absicht jetzt wieder die Originalfedern reingemacht. Weil das ist so das Setup, was ich finde, was für einen Bus, wenn man den Bus wirklich benutzen will, gerade auch mit Last, mit Anhänger, und wir ziehen ja auch Doppeltrailer damit und so weiter, wo alle mal denken, das Ding ist überladen. Mhm. Aber macht so ein Stabi sich so bemerkbar? Ja, ja. Also ich finde wirklich, also du bist ja selber mal einen schwarzen Bus schon mal gefahren. Ich bin jetzt auch Busliebhaber, deshalb muss ich das eigentlich. Naja, das Getriebe kriegt aber jetzt schon wieder einen neuen Einsatzort. Ne? Das geht hier gleich im Bestand über. Nein, also das war, da muss man schon wirklich sagen, H&R, das habt ihr gut gemacht. Ist natürlich auch ein windlicher Stabi, ne? Gerade auch jeden. Ja, richtig. Das ist die Keule ja. So, also klar, der Original ist auch schon dick. Schon Klopper. Ich weiß noch, bei meinem Bus habe ich das schwarz-matt noch lackiert. Aber mittlerweile ist mir auch scheißegal. Ich finde es ganz geil im Rot. Genau, bei dem Ding finde ich das auch geil. Stell dir mal vor, du glotzt, du stehst an der Ampel hinter und siehst da so rote Dämpfer drin. Das wird mir den Tag retten auf jeden Fall. Ja, okay, sehr schön.
Ja, Auspuff auch neuwertig? Ja, neu nicht von. Neuer DPF jetzt drin. Kann man die eigentlich auf Allrad? Eigentlich bauen die ja, ne? Weil ich sehe gerade hier, guck mal, hier ist sowas. Alter. Ja. Da ist eine Verzahnung drin. Kann man eigentlich einfach eine Welle reinstecken. Ist ja sogar Heidex, ne, bei den Dingern. Mhm. So. Aber das heißt, man braucht dann, weil irgendwo muss es hier aufgehangen werden. Ja, wahrscheinlich. Ob die Schenkel gleich, die Schenkel könnten wahrscheinlich die gleichen sein. Die würde ich auch sagen, gleich vielleicht irgendwo, dann, genau. Muss hier noch so ein Rahmen sitzen oder so, hey, ne? Mhm. Aber ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das werden die gleichen Karossen sein. Da müssten ja eigentlich irgendwo Punkte für sein, ne? Mhm. Nie darauf geachtet. Mhm. Ja, okay. Aber er schnurrt auf jeden Fall jetzt wieder. Ja, die haben auch noch getauscht hier. Diese Flötengang. Das ist die aus dem neuen Motor, macht gar nichts. Also zwischendurch hat sie mal Bock, dann geht's. So bei 3000 Umdrehungen auf einer Straße. Genau. Schön bei 100 in der Kurve, auf einmal so da und dann. Ja, wirklich. Ja. Mhm. Die haut nicht hin. Ja, aber ja. Aber jetzt hast du die alte. Meine Servoöl ist ja auch relativ aggressiv und wenn das erstmal 10 Jahre lang steht, so, ne, wer weiß, was da so, was da überall so geht. Ne? Ja. Ich habe erstmal die alte jetzt reingemacht. Ne? Ja, dann auf jeden Fall schon mal an der Stelle mein. Nochmal sorry für das Ganze. Ja, mein Gott. Test so wie es ist, ne? War nicht so geplant. Aber jetzt geht's weiter. Wir wollen auf jeden Fall fahren. Zum Abschluss nochmal das große Finale für unsere braune Praline. Jetzt gibt's nochmal Leistungsmessung hier, ne? Jo. Ist jetzt fast warm, das Ding. Also werden jetzt auf jeden Fall einige schmunzeln, das Ding auf den Kühlschrank zu stellen. Aber ich fand's würdig für dieses Video. Das war einfach gut, mal leid. Bin mal gespannt. 140 soll er haben. Genau. Muss eigentlich auch Serie sein, weil wir haben ihn immer Serie gelassen. Keine Ahnung, ob so ein Ding jetzt eher 130, 120, 150 drückt. Tendenziell eher, wenn nach oben. Nach oben, ne? Weil der fühlt sich auch vom Fahren her. Jeder, der den gefahren ist, sagt immer, boah, das eigentlich alles gut. Ja, tendenziell meistens die Fahren, ja. Aber jetzt sieht man wieder von hier aus, da ist halt auch nicht eine Beule im Seitenteil, ne? Sondern da muss man halt die Fläche finden, wo keine Beule drin ist. Aber da kommen wir später zu. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Messung hier. Dann wissen wir, wo wir stehen. Gebläse lauter ist als der Motor. Das passiert ja auch selten auf dem Prüfstand, würde ich mal behaupten. Oder? Ja, ich bin auch wirklich stolz auf uns. Ich glaube, das ist das erste Auto, was hier seriennah wieder rausgeht bei Benny. Wo kein Auspuff, kein DPF raus, keine Software drauf, einfach nur fahren. Fällt mir auch schwer, aber schauen wir mal. Also drückt der Kollege. Ah, 146. 146. Bei 3,5. 330 Newtonmeter. Absolut top. Also. Aber ist immer krass, ne? Guck mal, wirklich hier so 1800 Umdrehungen hat da schon volles Drehmoment. Ja, genau. Ist ja eigentlich schon voll da, ne? Ja. Hält das auch relativ gut. Absolute Punktlandung. Das hätte ich jetzt eigentlich auch so geschätzt. 5-6 PS mehr. Ich bin ja manchmal ganz froh, dass ich keinen Prüfstand habe. Weil ich wäre auch so. Ich habe heute Morgen sogar gedacht, ich habe bei mir in der Garage stehen sehen, so einen Elektroroller. Ja. Ob man damit wohl die Rolle überhaupt antreiben kann. Aber geht nicht. Das schafft ich glaube nicht. Die hat zu viel Schwungmasse. Sonst weil ich glaube, eine Rolle wiegt 2,2 Tonnen. Sonst müssen wir Reklamationen an einen chinesischen Hersteller schreiben, dass er nicht die Wattzahl hat, die angegeben. Nee, geil. Leistung hat er, läuft alles. Wir können das Ding wieder nutzen. An der Stelle seid ihr noch einmal gefragt. Und falls zufälligerweise einer von euch noch ein komplettes T6 Bodykit für das Ding hat, kann er sich gerne melden. Würde ich gerne käuflich erwerben von euch. Weil es ist tatsächlich nicht mehr so einfach, die Teile zu kriegen. Ich weiß, vor einem Jahr noch war Kleinanzeigen hoch und runter. Mhm. Es gibt immer noch viel, aber ich habe ehrlich gesagt, ich hätte gerne jemand, der wirklich sagt, du brauchst das und das und das und hat alles. Mhm. Und nicht so, ich fange wieder an, hier Scheinwerfer, da Schlossträger, da Kühler, da Stoßstange. Mhm. Bei Mechanics sind die Hallen leider auch relativ leer. Der hat gesagt, Philipp, wenn du Sachen besorgen kannst, besorg sie, weil jetzt, wo das Ding 146,1 PS hat, würde ich ihm eigentlich doch noch mal ganz gerne eine T6 Optik spendieren. Nicht Facelift, sondern einfach nur T6. Mhm. Finde ich geil. Sieht auch gut aus, ja. Weil ich weiß, der wird noch weitere 10 Jahre dann bei uns im Bestand bleiben. Und dann kann man schon noch mal einmal Flash machen. Ja, so, war ein längeres Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was davon mitgenommen. Leider wissen wir jetzt immer noch nicht, woran der alte Motor kaputt gegangen ist. Das noch nicht, aber das kann man jetzt im Nachhinein halt machen. Ne? Jetzt den einfach auf gut Glück auseinanderreißen, ist halt auch irgendwie, oder willst du nur auseinanderreißen? Boah, interessieren wird es einen schon, ne? Also, was da passiert ist. Ne? Also bei 2-0 Teddy hier auf der Werkbank. Danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt Wochenende. Tschüss und bis zum nächsten Mal.